Jetzt spielen wir ein Apfelstückli-Spiel. Und zwar, wenn man jetzt einen Apfel anschaut, so ist der hier jetzt schön rot rundum und auch noch ein bisschen gelb. Und unten hat er eine Fläugel und oben hat er einen Stiel. Und normal tut man ja so abbeissen und so essen. Aber manchmal ist das zu viel. Und wenn man nur ein kleines Teil nimmt, dann kann man hier den halbieren und nachher ein Schnitzel abschneiden. Und schaut, jetzt hat der gerade noch ein bisschen Fuhl in der Mitte. Das ist jetzt noch spannend. Es ist gut, dass wir das wissen. Jetzt mache ich hier so ein Apfelstückchen und tue jetzt hier von dem ein bisschen abbeissen. Das ist ein Schnitzel und das ist ein Stückchen, das ich abbeisse. Mmm, saftig und fein. Mmm, wunderbar. Muss ich das noch fertig essen, sonst tue ich es noch verschlucken. Und jetzt geht das Spiel so Äpfel-Äpfel-Stückchen. Alle Kinder sind glücklich, alle Kinder sind froh. Machen gerade so Äpfel-Äpfel-Stückchen. Alle Kinder sind glücklich, alle Kinder sind froh. Und machen gerade so Äpfel-Äpfel-Stückchen. Alle Kinder sind glücklich, alle Kinder sind froh. Und machen gerade so Äpfel-Äpfel-Stückchen. Alle Kinder sind glücklich, alle Kinder sind froh und machen gerade so Äpfel-Äpfel-Stückchen. Alle Kinder sind glücklich, alle Kinder sind froh und machen gerade so Äpfel-Äpfel-Stückchen. Alle Kinder sind glücklich, alle Kinder sind froh und machen gerade so Äpfel-Äpfel-Stückchen. Alle Kinder sind glücklich, alle Kinder sind froh und machen gerade so. Und das könnt ihr so machen. Es ist ein Spiel, wo man nur bleibt sitzen. Man kann auf den Tisch klopfen oder auf die Oberschenkel klopfen und einfach anfangen mit Äpfel, Äpfel, Stückchen. Alle Kinder sind glücklich, alle Kinder sind froh und machen so. Und dann macht man eine Bewegung und so geht das weiter. Man kann auch auf ein Kind zeigen und dann darf das machen oder man kann es der Reihe noch machen und das heisst das Äpfelstückli-Spiel.